Schöne guten Abend, alle Guten. Ernesto and Friends. Das war der ganze Sommer. Ich sage nicht merci, dass der ganze Sommer uns verfolgt hat auf den Sendungen, die wir so alle Woche gemacht haben. So natürlich merci an all die Friends, die wir gemacht haben. An heute Abend ist eine Sendung, wo ich mir einfach gesagt habe, es muss nicht immer gegrillt gehen, kann ich noch so draußen essen, ob es fängt ein bisschen mit kalt zu gehen. Dafür wollte ich einen kalten Plan präparieren, ganz speziell, von ganz guten Produkten. Und dann habe ich noch eine andere kleine Überraschung, das ist ja immer Ernesto and Friends gewesen. Heute noch, dass Ernesto a Kanner. Für was? Weil wenn zwei Kanner dabei sind, die das hier präparieren. Bei habe ich noch geschnitten. Am Anfang ein Parmaham, die 36 Minuten gereift ist. Dann noch direkt ein Salame Fellino, auch von der Region von Parma. Und natürlich an unserem Plateau mit Fleisch, was nicht empfehlen, dass die haben die selber machen, geräuchert bei unseren Bauern. Und hier haben wir ein Stück Kopa. Kopa, das Jut, geräuchert, also gedrückte Jut, wie Parmaham, gedrückt, nicht geräuchert. Was das wichtig ist, dass die Tranche mit dünn ist, weil das schmeckt extra gut. Das ist ein Taleggio. Taleggio ist ein, das wirklich ein italienischer Käse, einer, wo man am meisten verkauft wird. Das ist so ein ganz spezieller Gut, nicht so Müll, nicht so hart. Ah, bello, mi hai portato un bel. Guardate se nice trauben. Das Muscadella steht. Aber wenn ich traut, das heute zu machen, dass sie Fiegen, die sind am Rotwein gekocht, während ungefähr einer Stunde, mit Rotwein und Zucker. Und das geht da so ein Sirup für drüber. Beim Käse ist das perfekt. So, und dann für das hier, da gehe ich schon meine Füße weiter. Ich mache eine Mousse au Chocolat beim Carpaccio für frische Früchten. Wir fangen nur mit dem Zucker, mit dem Erz zu blanchieren. Das ist ungefähr geschlagen, bis es 45 Grad tut. Da geht ein bisschen mehr flüssig, aber gleichzeitig geht es ein bisschen mehr dickflüssig, weil nicht viel Wasser dran ist, aber ich ganz schnell muss schlagen, das muss fest gehen. Da kann ich schon ein Drittel von der Schlasse dran machen, solange das heute noch fertig ist. Dann ein bisschen gut mischen. Du musst ich noch nicht aufpassen, dass die Luft rausgeht, weil Schokolade ja sowieso noch trocknet. Dann ein bisschen gut mischen. Weil es wichtig ist, wenn ich Schlass dran mache, dann darf ich nicht mehr mit dem Schneebesen weiterdrehen, weil sonst geht die Luft raus. Wenn ein paar so weiche Strüche drin sind, dann möchte ich das verliebt haben, sowieso. Für die Formen gleichmäßig zu füllen, dann kann ich sie mit der Lusche füllen, aber für sie gleichmäßig zu füllen, also dann besten enthält in den Push. Dann kommen die für 5 bis 10 Minuten an den Schockfreezer, dass die süß die ewig Haut ein bisschen hart geht, dann kann ich sie umdrehen, dann kommen sie rausgefallen. Dann kann ich meine Dekoration fertig machen. Mit der Giro, die ist ein bisschen kompliziert, und das hier, ich bleibe nur ganz banal bei mir gelassen.
Ich habe Sirop de Basque gemacht. Sirop de Basque besteht aus Zucker. Und dann gibt es dieselbe Quantität von Sirop de Basque, 2,5 Liter Sirop de Basque zum Beispiel, und 2,5 Liter frische Frischen einfach drin gemacht. Und dann machen wir los Sorbet. Die Konsistenz ist so perfekt. Perfekt. Das ist die Chef von der Glasse, dann ist mein Heim Rest von alle Guten. Und dann noch, wenn ich das selbe mit dem weißen Schokolade gemacht habe, für meine feinen Sachen zu machen, meine feinen Strüche zu machen. Und schläft. Ernesto and Friends, auch dir gehört dazu. Genieß dein Emol Jambiansen Afrin, allus dich kulinarisch und musikalisch verwinnen. Taverne beim Baron zu Ursweiler. Prost!